Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neuen Webinarreihe Top Trading Software. Heute mit dem Thema Handelssysteme analysieren und optimieren. Ich freue mich sehr, dass wir das Webinar heute mit Manuel Lücke veranstalten dürfen und können. Und natürlich freue ich mich, dass Sie entsprechend heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich im Namen von FX Flat und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen die Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig und da bitte ich Sie, das zu berücksichtigen. Gut, Manuel, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Bin wirklich sehr gespannt heute mit dem Thema und ja, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Sehr schön. So, schauen wir mal. Bildschirm sollte man sehen. Perfekt. Dann kann es losgehen. Ja, von mir auch nochmal. Schönen guten Abend. Freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Wie der Nelson schon angekündigt hat, heute mit dem ersten Webinar aus einer neuen Webinarreihe. Alles unter dem ja, Projekttitel Top Trading Software, das zweite Projekt aus unserem Hause. Und ja, heute geht es um ein sehr spannendes Thema, und zwar die Analyse und die Optimierung von Handelssystemen. Und die Motivation hinter dem Thema ist so ein bisschen, ich sag mal, aus der Kundschaft, weil es eben oft dazu kommt, dass man ein Handelssystem sich entweder entwickeln lässt oder selber entwickeln kann. Und es ist eben damit meistens noch nicht getan, dass man es einmal entwickelt, denn man muss eben gewisse Zyklen durchlaufen, um herauszufinden, wie das System am besten performen kann. Und man macht sich da natürlich immer schon also bevor man es entwickelt, natürlich Gedanken, was will man da überhaupt entwickeln? Man hat auch Beobachtungen im Chart, die man anstellt und das Ganze dann eben umsetzt, entwicklerisch. Und dann ist es meistens so mit dem System, was man bekommen hat, sieht man, okay, man hat sich da vielleicht ein bisschen geirrt oder man hat den optischen Backtest vorher nicht ganz so genau durchgeführt, wie das Handelssystem es denn technisch durchführen kann. Und auf die Problematik wollen wir heute zu sprechen kommen, wie man die Optimierung durchführen kann. Genau, auf dem Plan steht für heute, wir schauen uns ein Handelssystem an für den MetaTrader und wir wollen das Ganze eben analysieren anhand von einem Backtest und wir werden uns dazu ein bisschen die Kennzahlen angucken. Wir werden uns auch allgemein die Kennzahlen durchsprechen für die, die Sie eben noch nicht so gut kennen und daraufhin werden wir dann auch ein paar Anpassungen durchgehen. Ich habe auch noch ein schönes Tool mitgebracht, was Sie für die Anpassungen nutzen können. Und ja, das gucken wir uns dann aber alles später zusammen an. Noch eine kurze Einführung meinerseits, bevor es dann in die Materie geht. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin ja der Geschäftsführer und Gründer von zwei Projekten, einmal dem Forex Screener und dem Projekt Top Trading Software. Forex Screener, für die, die es noch nicht kennen, das ist eben ein Online-Screener, in den Sie Kriterien eingeben können und entsprechend dann alle Symbole im Markt finden, die diese Kriterien erfüllen. Zum Beispiel könnte man eben nach Chart-Pattern suchen, dass man sagt, ich bin auf der Suche nach allen Hammerformationen, die marktweit gerade ausgeprägt sind am Markt. Und dann wird das Tool eben alle Symbole dazu liefern, die dieses Chart-Pattern erfüllen. Sehr interessantes Projekt. Ja, und das zweite Projekt ist ja quasi Top Trading Software. Und da geht es eben mehr um die Entwicklung von individuellen Handelssystemen. Das heißt, wenn Sie eine Idee haben, beziehungsweise Sie kennen schon einen Algorithmus für,
wie sie ihre Trades eingehen, wie sie ihre Trades auch wieder schließen und wollen entsprechend das Ganze in einem Handelssystem verpackt haben, dann müssen sie das ja entwickeln oder sie können es sich natürlich auch entwickeln lassen von uns. Das läuft eben so ab, dass sie auf uns zukommen. Wir sprechen einmal ihren ganzen Algorithmus durch, damit wir das komplett verstanden haben und können das Ganze dann ja erstmal abschätzen, ob es umsetzbar ist, dass man das automatisieren kann. Und im zweiten Schritt entwickeln wir das dann eben für sie. Und neben Handelssystemen haben wir auch sehr viele ja, Trading-Software in der Entwicklung, also Copy-Trading, Monitoring, Software, alles, was man eben so für den alltäglichen Handelsgebrauch nutzen kann, um sich den Trading-Alltag zu erleichtern. Okay, dann gehen wir mal rein in die Materie. Das ganze Thema ja, analysieren und optimieren basiert natürlich auf Handelssystemen und setzt voraus, dass man irgendwie schon ein Handelssystem hat, wo man die Analyse dann entsprechend durchführen kann. Und das Thema Handelssystem, das bringt enorme Vorteile im Gegensatz zum diskretionären Handel. Also ich kenn viele Trader, die machen eben beides. Die sagen auch, dass ihr diskretionärer Handel performanter ist. Aber es gibt eben immer die Vorteile, dass wenn man noch nicht so perfekt handeln kann selber, dass das System das Ganze für einen übernehmen kann, ohne dass man eben sehr gut handeln kann. Man hat den großen Vorteil, dass man das System auch backtesten kann und eben gucken kann, wie das System in einer bestimmten Zeiteinheit beziehungsweise über ein bestimmtes Zeitfenster performen kann. Und das ist der Vorteil, den haben Sie als Trader eben noch nicht, wenn Sie in der Lernphase sind. Und ja, Sie analysieren Ihren eigenen Handel, stoßen eben auf den Gedanken, dass Sie was anpassen müssen. Dann haben Sie natürlich das Problem, dass Sie erstmal Ihren neuen Trading-Stil ausprobieren müssen, den Sie dann auch tracken, um dann zu gucken, ob das Ganze, ob Ihre Anpassungen dann auch etwas bringen oder nicht bringen. Und das kann man eben bei einem Handelssystem per Knopfdruck quasi schon analysieren, indem man es eben backtestet. Daneben gibt es natürlich noch die Vorteile, ja, dass man einfach Zeit spart, dass das System auch am Markt ist, wenn man schläft und ja, also alles, was man als passive Vorteile eben so aufzählen kann. Und das Schwerste für das Thema Handelssystem ist eigentlich, ein gutes Handelssystem zu finden. Da gibt es ja eben sehr viel am Markt, was man ja entweder kaufen kann und da gibt es auch viele schwarze Schafe, wo man nicht so sich sicher sein kann, ob das System dann eben auch so gut ist, wie es angepriesen wird. Also nur weil ich einen guten Backtest sehe, heißt es ja noch lange nicht, dass der Backtest auch echt ist zum Beispiel. Eine gute Maßnahme dafür ist, dass man eben einen Live-Tracking zu sehen bekommt und dann eben nachvollziehen kann, okay, der Track-Record, der ist wirklich echt und das ist jetzt nicht einfach nur eine Marketingmaßnahme, sage ich mal. Und ja, das System, ich habe, damit wir was analysieren können, habe ich heute schon ein altes System ausgebuddelt, sage ich mal, und mitgebracht. Und zwar gucken wir uns heute mal so ein Range-Breakout-System an. Und Sie können auch gerne mal in den Chat hineinschreiben, ob Sie selber schon Erfahrungen gesammelt haben mit automatischen Trading-Systemen, ob Sie schon mal eins in Betrieb genommen haben oder nicht, damit ich eben auch weiß, okay, das Publikum ist schon ein bisschen fortgeschrittener oder ich sollte ein bisschen mehr auf die Basics eingehen. Ja, bei dem Range Breakout System geht es eben darum, dass wir eine Range messen. Das ist in dem Bild als grün dargestellt. Hier haben wir eben eine Startzeit. Wir sagen, bei der Kerze soll es eben losgehen mit der Erfassung der Range. Und dann haben wir eben eine gewisse Laufzeit, wie lange diese Range ausgebildet werden soll. Also quasi unser Analyse,
Zeitraum, der geht eben von hier bis hier. Und in dieser Range bemessen wir, wo das höchste Hoch ist und wo das tiefste Tief ist. Das ist eben an der Stelle bei dieser Kerze und bei dieser Kerze. Und ja, nachdem die Range dann quasi abgeschlossen ist, lautet die Strategie, wir wollen den Ausbruch handeln. Das heißt, sobald eine Kerze an dem Hoch angekommen ist, beziehungsweise darüber hinausgeht, steigen wir an dem Range-Hoch mit ein. Auf der anderen Seite wäre es natürlich so, dass wenn der Markt nach unten gegangen wäre, dass wir dann ja, eine Short-Position eingegangen wären. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns fragen müssen, wenn wir eingestiegen sind, wo liegt denn dort unser Target und wo ist unser Stop-Loss, weil wir müssen ja irgendwann noch wieder rausgehen aus der Position. Und hier ist es so, wir könnten hier Beispiel, also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ne? In diesem Beispiel oder für dieses System ist es eben so, wir nutzen die Range selber für die Target-Bestimmung. Also wir haben einen Parameter, dass wir sagen können, das Target liegt bei einem X-fachen von der Range-Größe, von der vertikalen Range-Größe. Genauso könnten wir auch sagen, dass der Stop eben auch bei einem X-fachen der Range-Größe liegt, abgezogen vom Trading Entry. Also der würde dann entsprechend hier liegen, wenn wir sagen, dass ja, der Stop-Loss eben bei einem einfachen der Range-Größe liegen soll. Man könnte diesen Parameter auch anpassen und sagen, man möchte ein 1,5-faches nehmen beispielsweise, um das Target zu erweitern. Oder man nutzt das 1,5-fache, wenn man sagt, man möchte dem Stop-Loss ein bisschen mehr Platz geben. Dann würde er sich entsprechend hier nochmal um die Hälfte nach unten ja, vergrößern. Und was man hier sehen kann, was eben sehr wichtig ist, sind die grünen Bezeichnungen. Das sind die Parameter, die wir einstellen können für unser System. Und das brauchen wir auch für den Backtester natürlich, damit wir diese Parameter ausprobieren können. Okay. Ich nehme mal an, dazu gibt es jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Es ist ja ein sehr simples System. Man könnte hier natürlich auch an der Stelle sagen, anstatt ein X-faches der Range-Größe zu nehmen, kann man natürlich auch einen festen Stop-Loss oder Take-Profit nutzen, wo man sagt, der liegt eben bei, keine Ahnung, 100 Pips beispielsweise. Und das Ganze kann man dann individuell gestalten. Bei unserem System aber nehmen wir ein X-faches von der Range-Größe. Okay, ich schaue mal kurz in den Chat, um zu gucken, wie das Wissen, der Wissensstand der Leute ist für die Systeme. Und ja, das ist relativ durchwachsen, sage ich mal. Also gibt es Leute, die haben halt schon ein Handelssystem in Betrieb gehabt und es gibt Leute, die möchten auch gerne viel zum Basiswissen haben. Dementsprechend versuche ich da eine gute Mitte für sie zu finden. Okay. Wir sind jetzt also genau an diesem Punkt angekommen. Wir haben jetzt ein System, in unserem Falle das Range Breakout System. Und jetzt ist eben erstmal die Frage, wie gut ist denn unser System überhaupt, was wir jetzt bekommen haben? Das müssten wir im ersten Schritt herausfinden. Und das Ganze macht man eben mit einem Backtest. Ich würde das einfach mal zeigen im MetaTrader, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir gehen hier einmal rein in den MetaTrader und es gibt hier, man sieht das Fenster, den Strategietester. Das kann man aufrufen, indem man Steuerung R klickt oder Steuerung R drückt. Dann öffnet sich dieses Strategiefenster und hier hat man jetzt die verschiedensten Auswahlmöglichkeiten, je nachdem, was man für einen Test durchführen möchte. Hier hat man auch die Option, einen visuellen Backtest durchzuführen. Das hat einfach den Vorteil, dass man sieht, wie das System am Markt agiert. Und das wird meistens auch dazu genutzt, um ja, für die technische Überprüfung. Also
macht denn das System genau das, was es soll? Und da können wir einmal reingehen, um das Ganze zu checken. Kann man sich hier erstmal in der ersten Zeile das System aussuchen, welches getestet werden soll. Danach müssen wir noch weitere Optionen festlegen. Also hat man hier einmal den GBP US-Dollar als Symbol. Dann nehmen wir das Zeitintervall, auf das wir testen wollen, um unseren Grundgedanken zu verifizieren. Und danach im Anschluss legen wir den Zeitraum fest, auf das wir das System überprüfen wollen. Das lasse ich jetzt einfach mal so voreingestellt, wie es ist. Genau, dann haben wir hier auch einen Vorwärtstest. Das würde ich erstmal nicht auswählen. Das ist, ja, das geht so in den Bereich Out-of-Sample-Testing. Das ist jetzt aber ein bisschen neben unserem Thema. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Und genau, ja, den Rest, den können Sie eigentlich erstmal so lassen. Wichtig ist vielleicht noch für das Money Management beziehungsweise die Kapitalisierung besser gesagt. Wie viel Geld haben Sie denn? Das kann realistisch sein an dem, was Sie als Ersteinlage dann auch später wirklich nutzen wollen und wie groß Ihr Hebel ist, mit dem Sie bei Ihrem Broker handeln können. Okay, die Optimierung lassen wir auch deaktiviert und hier haben wir noch als letzte Option für den visuellen Backtest der visuelle Modus. Den können wir angeschaltet lassen. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was technisch geht und klicken dann auf Test starten. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wo sich der visuelle Backtest abspielen wird. Und hier sieht man quasi die Marktentwicklung aufgrund der historischen Daten. Hat man hier oben so einen Regler, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann und man kann das Ganze, ich mache das jetzt gerade mit den Pfeiltasten, man kann das Ganze dann so erhöhen, beispielsweise nach rechts schieben. Und dann spult der Markt sich entsprechend schneller ab. Dann hat man jetzt hier ja die erste Range, die quasi eingezeichnet wird. Hier sieht man, da wird sie durchbrochen und er geht ja, short in den Markt hinein. Und wir haben jetzt entsprechend ja eine Einstellung gemacht, die Parameter, die habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Wir haben jetzt ein Vielfaches der Range eingestellt. Ich glaube, der Wert liegt jetzt bei 2, noch was müsste das jetzt sein. Und entsprechend oben müssten wir eigentlich auch dann den Stop-Loss haben. Also unten ist der Take-Profit. Oben haben wir jetzt auch ein Vielfaches einfach von der Range projiziert nach oben. So. Bei dem System gibt es, glaube ich, auch noch ein paar zusätzliche Filter, sodass nicht jede Range, dass er nicht jede Range handelt. Und es ist auch immer, es steht auch immer so im Raum, je nachdem, wofür man sich entscheidet, soll das System dann mehrere Positionen gleichzeitig eingehen können? Oder sagen wir, nee, es soll erstmal eine Position ja nur zur gleichen Zeit haben und erst, wenn die Position geschlossen ist, dann die neue Range ausgebildet wird, dann soll er wieder einsteigen in den Markt. Das ist alles Entscheidungssache, die auf Ihren optischen Backtest, also was Sie im ersten Schritt machen, noch bevor Sie es entwickelt haben, erstmal festlegen müssen für sich selber, wie Sie das umsetzen wollen. Okay, das wäre jetzt erstmal nur die technische Überprüfung und im zweiten Schritt wäre es natürlich wichtig, dann zu wissen, ja, der Backtest an sich, wie performant ist denn unser System überhaupt? Deswegen würde ich einfach mal den aktuellen visuellen Backtest schließen, gehe hier nochmal in die ursprüngliche Übersicht hinein und wir gehen jetzt hier in diesen Modus, wir sagen, technisch funktioniert das Ganze wunderbar. Sie nehmen sich natürlich Ihre Zeit, um das Ganze technisch zu verifizieren, wenn Sie Ihr System erhalten haben und klicken jetzt, wenn Sie das abgeschlossen haben, quasi auf einen Einzeltest. Und hier müssen Sie die gleichen Einstellungen treffen wie davor. Ich hatte gerade auch nochmal gesagt, dass ich die Eingabeparameter eben vergessen habe zu erwähnen. Deswegen können wir das jetzt nochmal durchgehen in unserem System. Und zwar, falls Sie sich erinnern, die Sachen, die auf der Folie grün dargestellt waren.
Das waren jetzt die Eingabeparameter, die Sie treffen müssen, wenn Sie Ihr System Backtest starten bzw. in Betrieb nehmen. Und diese Eingabeparameter, die haben Sie quasi unter den Reiter Eingaben. Und hier können Sie ja die verschiedensten Sachen konfigurieren. Also erstmal das Wichtigste wäre quasi, sagen wir mal hier, die Range Startzeit sozusagen. Um wie viel Uhr soll die Range anfangen bemessen zu werden? Da haben wir jetzt eine 9 eingetragen, also 9 Uhr. Dann haben wir ja 0 Minuten, also einfach glatt um 9 Uhr. Und hier haben wir quasi das Phänomen, dass wir keine Endzeit eintragen, sondern wir haben eine Anzahl von Kerzen, die wir jetzt eintragen. Also 4 Kerzen auf Stundenbasis würde das dann heißen, von 9 Uhr fängt es an und bis Ende der 12 Uhr Kerze. Also 9, 10, 11, 12 sind dann quasi 4 Kerzen. Und das wäre unsere zeitliche Range-Spanne an dieser Stelle. Und ja, die anderen beiden wichtigen Parameter sind natürlich dann die Take-Profit-Range und das Stop-Loss-Level. Und hier haben wir jetzt diese beiden Werte einfach mal eingetragen. Es macht von der Logik an sich jetzt erstmal weniger Sinn, beziehungsweise warum sollte man ein höheres Stop-Loss-Level eintragen, prozentual als ein Take-Profit-Level? Das macht vom Chancen-Risiko-Verhältnis eigentlich erstmal keinen Sinn. Aber wenn man das System optimiert, dann könnte es eben sein, dass das System dadurch dennoch performanter wird. Das hängt eben von mehreren Faktoren ab. Wenn man plump an die Sache jetzt erstmal herangeht, also in der ersten Entwicklung, wenn man ein Konzept erstellt, dann sollte das hier natürlich so nicht stattfinden, sondern Take-Profit-Level sollte natürlich immer höher gesetzt sein als das Stop-Loss-Level. Okay. Ja, dann haben wir natürlich noch die Lotgröße, die wir einstellen müssen. Und das Ganze ist dann abhängig von, wie groß ist denn unsere Einlage, mit der wir starten. Als letzte Parameter haben wir dann noch die Handelstage. Und hier könnten wir jetzt sagen, beispielsweise an einem Montag soll das System eben nicht handeln oder in unserem Falle handelt es an allen Tagen durch. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir alles erstmal so konfiguriert haben und wir können den Performance-Backtest starten. Das Ganze kann eben ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich würde auch empfehlen, sowas auf dem Trading-Server durchlaufen zu lassen, weil bei Ihnen ja zu Hause zieht das eben ein bisschen Performance. Und bei so einem Server haben Sie auch den Vorteil, Sie können es einfach, bevor Sie was anderes machen oder bevor Sie weggehen oder schlafen gehen, können Sie einfach mal so einen Backtest starten, falls er ein bisschen länger dauern würde. So. Und bevor das jetzt durchgelaufen ist, gucken wir uns in der Zeit schon mal die Kennzahlen an, die wir danach auch gleich im MetaTrader uns ansehen werden. Und zwar, ja, dieser Kennzahlenkosmos, der hat sich eigentlich sehr weit ausgeprägt. Also es gibt extrem viele Kennzahlen, die auch immer plattformabhängig sind. Also es gibt, glaube ich, auch Kennzahlen, die findet man zum Beispiel beim MetaTrader, aber an anderen Plattformen eher weniger, zum Beispiel jetzt beim NinjaTrader dann eher weniger und andersrum genauso. Und es ist eigentlich immer so gar nicht richtig möglich, dass man alle Kennzahlen abdeckt. Also man sollte so sein Kennzahlen- oder KPI-Set haben, auf welches man besonders achtet und worauf man sich eben fokussieren kann. Ansonsten wird man nie fertig oder man läuft Gefahr, dass man in eine Überoptimierung geht. Und ich habe hier mal so die wichtigsten Basic-Kennzahlen aufgeschrieben, die Sie erstmal benötigen. Wir gucken uns nachher auch noch ein paar weitere Kennzahlen an. Und zwar die erste Kennzahl, auf die die Leute immer schauen, ist eben der Gewinn. Und der Gewinn sagt quasi aus, ja, mein System hat einen Profit erwirtschaftet oder hat es eben nicht. Aber es ist nicht die einzige Zahl, worauf Sie gucken sollten. Denn
Was auch einen sehr großen Einfluss darauf hat, ob Ihr System gut ist oder nicht, ist ja auch die Stabilität. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein System, was über 10 Jahre 1.000 Euro erwirtschaftet hat und Sie sind aber mit einer Million gestartet und haben aber jetzt nur 1 Million und 1.000 Euro als Endkontostand sozusagen. Zwischendurch ging Ihr System die ganze Zeit hoch und runter und dann kommt es aber bei 1.000 Euro Gewinn raus. Sieht dann auf den ersten Blick erstmal aus nach 1.000 Euro, sehr gut, haben oder nicht haben, aber das ist schon fast, man könnte schon fast sagen, eine zweitrangige Kennzahl, weil also es gibt durchaus wichtigere Kennzahlen. Zum Beispiel der Profit Factor. Das ist eine sehr wichtige Kennzahl in meinen Augen. Und zwar nehmen wir oder stellt der Profit Factor das Gewinn-Verlust-Verhältnis dar. Und die Formel dahinter ist, man berechnet den ganzen Bruttogewinn zusammen und teilt ihn durch die Summe des Bruttoverlustes. Heißt quasi so als Beispiel, wir haben, sagen wir mal, wir haben 15.000 Euro Bruttoprofit gemacht oder Bruttogewinn gemacht und 10.000 Euro waren aber an Verlusttrades als Summe. Dann hätten wir einen Profitfaktor von 1,5. Also 1,5 als Profit-Verlust-Verhältnis und in dem Fall hätten wir 50% sogar auch Gewinn gemacht, ne? Das ist eine sehr wichtige Zahl. Da wird man auch, oder ich werde auch oft gefragt, ja, wie sollte denn die Zahl aussehen? Das hängt immer davon ab. Also man muss sich generell immer ein Gesamtbild erschaffen. Aber ich würde sagen, die sollte auf jeden Fall nicht kleiner sein als 1,4. Also 1,4 ist so das Minimum. Und ich habe schon Systeme gesehen, die haben durchaus höhere, also viel höhere Profitfaktoren. So, dann haben wir den Drawdown. Das ist natürlich ein, ja, also erstmal, wie kapitalisieren Sie Ihr Konto? Wie viel Geld muss darauf liegen? Denn der Drawdown heißt, wie viel Verlust hat Ihr System zwischendurch gemacht? Also wir starten bei 10.000 Euro. Das Kapital geht runter bis auf 5.000 Euro und danach im Backtest geht es einfach hoch. Dann hätten Sie einen Drawdown von 50%, weil eben 10.000 Euro, 5.000 Euro ist eben die Hälfte, ne? Und hier hat man so als Faustregel für die Kapitalisierung eben, dass man den zweifachen Drawdown überstehen sollte. Das heißt quasi, wenn wir jetzt mit 10.000 Euro starten und es macht einen Drawdown von 5.000 Euro beziehungsweise 50%, dann sollten wir davon ausgehen, dass der Drawdown vielleicht auch, wenn wir das System jetzt live nehmen, auch mal bei 10.000 Euro liegen könnte. Und hier muss man dann eben abwägen, ist das eine gute Zahl, die wir als Drawdown haben? 50% ist natürlich viel zu viel. Also die Zahl ist viel zu hoch und das ist einfach ein schlechtes Verhältnis. So, dann haben wir die Trefferquote, die sagt aus, wie viele Gewinntrades wir haben, beziehungsweise im Verhältnis zu den Verlusttrades. Da ist es natürlich sehr sinnvoll, dass wir mehr Gewinntrades haben als Verlusttrades und dennoch kann unser System auch hier negativ sein, weil die anderen Kennzahlen auch einen entsprechenden Einflussfaktor haben. Also es kann ja sein, wie bei Martingale, Sie kennen sicherlich Martingale-System, so ein bisschen die Casino-Strategie, wo das System einfach Positionen immer nachkauft. Also wir steigen einmal ein nach Long, der Markt läuft nach unten. Und wir kaufen nach, kaufen nach, kaufen nach, kaufen nach. Irgendwann steigt der Markt wieder und die Positionen werden dann aufgelöst, wenn sie im Gewinn sind. So. Das heißt quasi, wenn es gut läuft und die Positionen aufgelöst werden, dann haben wir eine Trefferquote von 100%, weil wir haben ja gar keinen Verlusttrade gemacht, wenn er aus allen Verlusten herausgekommen ist. Aber jetzt stellen Sie sich vor, jetzt haben wir 1.000 Trades gemacht und der letzte Trade, den wir jetzt machen, der schrottet unser gesamtes Konto, weil der Markt eben einfach runterläuft, wir immer nachkaufen, bis unser Konto platt ist
Und wir haben jetzt vielleicht eine Trefferquote von 99%, weil davor ging es ja immer gut. Aber der letzte entscheidende Trade, der hat eben alles platt gemacht. Und da muss man eben das wieder im Gesamtkontext betrachten können, dass man sagt, Trefferquote muss gut sein, aber muss auch gut in den Kontext passen. So. Dann haben wir noch zwei Basic-Kennzahlen übrig. Die maximale Stagnationszeit bedeutet eben, wie lange oder wie viel Zeit braucht mein System, um ein neues Kapitalhoch zu erwirtschaften. Also läuft unser System so und danach dümpelt es die ganze Zeit hier rum und jetzt, bis wir dieses Hoch wieder durchbrechen können, wie viel Zeit ist hier verstrichen? Und auch hier muss man eben davon ausgehen, dass die Phase sich wiederholen wird, beziehungsweise dass wir sogar noch mehr Zeit eventuell einplanen müssten. Und wenn unser System hier schon mal ein Jahr gebraucht hat, um ein neues Kapitalhoch zu erwirtschaften, dann ist natürlich die Frage, ob wir das denn auch mental so verkraften können. Also wenn uns das egal ist oder wenn wir ein Portfolio haben, wo wir vielleicht ein so ein System drin haben, dann kann uns das ja relativ egal sein, sage ich mal. Aber wenn wir ein System nur am Laufen haben und dann hat es eine sehr hohe maximale Stagnationszeit, dann ja, macht es natürlich eher weniger Sinn, das alleine so laufen zu lassen. Okay. Ja, und dann als letzte Basic-Kennzahl haben wir noch die durchschnittlichen Gewinn- bzw. Verlust-Trade. Und manchmal wird die Zahl auch einfach zusammengefasst. Durchschnittlicher Trade, wie viel Geld bringt ein Trade im Durchschnitt ein? Und das Ganze kann man aber hier auch so unterteilen, dass man sagt, man rechnet nur alle Gewinner-Trades zusammen, guckt, wo liegt da der Durchschnitt, und man rechnet die Verlust-Trades zusammen, guckt, wo liegt da der Durchschnitt. Und ja, um ein gutes Verhältnis zu schaffen, sollte natürlich der durchschnittliche Gewinn-Trade höher sein als der durchschnittliche Verlust-Trade, damit wir einfach, ich sag mal, ein gutes CRV erreichen können. Okay, das sind jetzt erstmal so die Basic-Kennzahlen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, ob der Backtest durchgelaufen ist. Der ist jetzt einmal durchgelaufen. Okay. Und ach, ich sehe gerade, ich wollte eigentlich einen anderen Zeitraum. Egal. Gucken wir mal trotzdem einfach erstmal in die Kennzahlen rein. Und ja, man hat hier so ein Fenster, wo man komplett durchscrollen kann. Hier gibt es auch viele Diagramme im MetaTrader selber. Man hat hier auch die Möglichkeit zu sagen, man möchte sich das Ganze als Bericht speichern und im Browser anzeigen lassen. Da ist es ein bisschen übersichtlicher und ich würde das hier ja auch mal kurz im Browser öffnen lassen. Ich habe das schon im Vorfeld einmal durchlaufen lassen und das ist jetzt quasi der Zeitraum von 2014 bis 2018, also inklusive 2018 mit den Parametern, die wir hier so eingestellt haben. Die sieht man hier. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man eben die Kennzahlen, über die wir gerade auch geredet haben. Was auch oft gefragt wird, ist die Qualität der Historie. Sobald die bei ja, 99% wird oft angezeigt. Manchmal werden bei den historischen Daten im MetaTrader auch so ein paar ja, miese oder kaputte Candles gespeichert. Das macht den Kohl jetzt nicht so fett. Also kommt immer darauf an, wie lange der Testzeitraum ist, ne? Aber wenn die Zahl jetzt so bei 99% oder 97% liegt, dann ist das alles noch im Rahmen, sage ich mal. Und was man jetzt hier sehen kann, sind eben die Kennzahlen, die wir gerade eben durchgesprochen haben. Hier hätte man jetzt ja, den Nettogewinn, 2.788 Euro. Heißt quasi, an sich ist das System erstmal profitabel. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie gut ist unser System denn abseits von dem Gewinn? Und jetzt sehen wir hier den Profitfaktor, also das Gewinn-Verlust-Verhältnis. Das liegt gerade mal bei 1,22.
Und das ist nicht hoch. Das heißt, im Endeffekt, die Gewinntrades haben überlegen, aber wir haben dennoch sehr viele Verlusttrades gemacht. Und hier ist immer so die Frage, wie man das Ganze optimieren kann, um einen besseren Profit-Faktor zu bekommen. So ein Profit-Faktor, der könnte für mehrere Sachen stehen, also ein schlechter Profit-Faktor könnte eben dafür stehen, dass wir eventuell schlechte Einstiege haben. Was könnte man hier machen? Hier könnte man noch weiter filtern, dass man sagt, wir wollen Long-Einstiege eventuell nur eingehen, wenn wir überhalb des 200er SMA sind. Oder eben andersrum auch. Wir wollen Short gehen, wenn wir unterhalb des 200er SMA sind. Der Profit-Faktor könnte auch heißen, dass wir zum Beispiel einen zu engen Stop-Loss gesetzt haben. Da gibt es auch noch eine Grafik, die das noch mal ein bisschen besser anzeigt. Und hier müsste man eben gucken, wie können wir, und das sollte ja immer das Ziel sein, wie können wir die Verlusttrades minimieren oder sogar eliminieren? Und wie können wir unsere Gewinntrades vielleicht sogar noch optimieren und steigern? Okay. Dann haben wir hier in der ganzen Ecke den Drawdown. Der wird hier mit mehreren Kennzahlen belichtet. Also einmal, das kann ich vielleicht auch mal an dem Graph hier erklären. Da wird einmal dargestellt, ich glaube, der absolute Rückgang ist das, bedeutet so viel wie von unserem Einstand, also unseren 10.000 US-Dollar, die wir hatten. Wie weit ist das Konto in den Verlust gelaufen? Und das wären dann eben die 2.500 Euro, Dollar. Und es gibt aber auch noch den Drawdown, der relativ zu sehen ist. Heißt quasi, unsere maximale Distanz von einem lokalen Konto hoch zu unserem lokalen Konto tief. Und ja, die maximale Distanz ist jetzt leider auch genau hier, aber stellen wir mal vor, dass wir über dem Einstand irgendwo ein weites Tief haben und es dann eben weiter nach oben geht, dann wäre das hier unser maximaler relativer Drawdown. Okay. Was auch noch ganz gut ist, man sieht eben die Anzahl von Sell-Positionen und auch Long-Positionen und auch eben deren Rate, wie viele dort gewonnen haben und verloren haben. Ja, dann kann man sich das Ganze mal anschauen. Also es gibt hier echt viele, viele Kennzahlen. Man muss eben schauen, wie man das Ganze deuten kann. Und hier gibt es aber auch die Diagramme, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Das sind, ja, also hier gibt es nochmal die Diagramme mit dem FMI und den MAE. Und diese Zahlen, die sagen im Endeffekt aus, wie weit die Positionen geschwankt haben, während sie offen waren. Also wenn eine Position beispielsweise 500 Dollar im Verlust war, aber dann eben dennoch im Profit geschlossen wurde, dann kann man das eben sehen in dem unteren Diagramm, dass eben sehr weit nach links die Position war, aber dann entsprechend eben im Profit noch geschlossen wurde. So, jetzt ist immer so die Frage, wie man diese Punkte gut deuten kann. Und ja, die Wunschvorstellung ist natürlich, wir wollen natürlich, dass die Punkte relativ weit oben sind, weil hier haben wir die Profitachse. Und dann wäre es auch vom Vorteil, wenn sie weiter links sind, damit die Schwankung eben relativ gering ist. Und wenn man jetzt eben sieht, oben wird eben gezeigt, dass die Positionen, die sind im Profit geschlossen. Und es kann aber sein, dass sie halt doch viel weiter im Profit war, als sie dann eben geschlossen wurde. Und das würde dann eben zeigen, dass der Punkt relativ weit rechts ist. Also dieser Punkt, der war relativ weit im Profit schon, bevor er dann geschlossen wurde. Wenn man jetzt viele Punkte in dieser Area hat oder vielleicht auch sogar hier hat, also ich meine, wenn man die sehr weit rechts hat, dann ist die Frage, wie man das Ganze eliminieren kann und weiter nach links shiften kann.
Und hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man ja einen Trailing Stop Loss einsetzt, zum Beispiel. Und dass man sagt, man möchte den Take Profit schneller erreicht haben, beziehungsweise schneller ausstoppen lassen, wenn man schon im Profit drin ist. Hier ist natürlich aber auch das Problem, man muss, wenn man so eine Anpassung macht, dann muss man das ganze System eben wieder backtesten. Und ich würde es gleich darauf nochmal zu sprechen kommen. Ich würde hier in dem Backtest aber nochmal eine Sache zeigen. Und zwar, genau, die Positionshaltedauer. Das wäre ist auch noch sehr wichtig, sich das mal anzugucken. Denn hier haben wir zum Beispiel auch einen Ausreißer-Trade, der extrem lange geöffnet ist, 74 Tage. Liegt dann in dem Beispiel einfach wahrscheinlich daran, dass die Position, also dass die Range extrem groß war und wir keine Begrenzung haben für einen fixen Take-Profit oder Stop-Loss, sondern er dann einfach die relative Range projiziert. Und entsprechend hat er das dann auch geschafft, das Take-Profit zu erreichen. Aber das ist natürlich kein schöner Trade. Also sowas wollen wir eher minimieren. Und hier wäre die Maßnahme, man könnte sagen, wir wollen den Trade vielleicht schließen, nachdem so und so viele Bars beispielsweise sich entwickelt haben. Oder wir sagen, Freitagabend haben wir eine feste Position Close Time. Okay, dann hier noch ein Punkt. Wenn ich zum Beispiel eine hohe Trefferquote habe, aber dennoch halt Geld verliere, also das System eben nicht profitabel ist, sage ich mal, oder nicht gut ist, dann heißt es eben, dass ich ja wahrscheinlich einen zu kleinen Take-Profit habe. Also das habe ich ja sinngemäß schon mal an dem Martin-Gay-System vorhin versucht zu erklären, was sich immer wieder nachkauft, ne? Ich könnte ja auch sagen, ich gehe egal wo einfach eine Position ein und nach 5 Pips beispielsweise würde das System die Position schließen, aber ich habe vielleicht einen Stop-Loss von 20 Pips sogar. Dann ist es natürlich, also dann habe ich eine hohe Trefferquote, ist eine gute KPI, aber das Verhältnis stimmt nicht und ich müsste hier einfach mal am Take-Profit und Stop-Loss arbeiten. So. Okay, dann haben wir den Backtest jetzt erstmal durchgesprochen und wie man das interpretieren kann. Ich schaue mal, ob es hier vielleicht auch Fragen gibt. Genau, der Gerd hatte noch gefragt, das System startet 9 Uhr und 4 Stunden wird quasi gemessen. Dann kommt er auf 13 Uhr. Nee, das ist ein kleiner Denkfehler und zwar 9 Uhr startet es und von 9 bis 10 Uhr quasi erste Candle, 10 bis 11, zweite, obwohl 9 bis 10, 10 bis 11, 11 bis 12, genau, doch, richtig, müsste ja dann bis 13 Uhr sein. Sehr gut. Habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt vorhin? Okay. Ansonsten gibt es erstmal keine weiteren Fragen. Und wir würden hier nochmal in den Workflow reingehen. Und zwar, wir hatten ja, wie gesagt, unser Thema halten, haben jetzt den Backtest gemacht. Und jetzt ist es wichtig, die Anpassungen. Also wir wissen, wie wir die Zahlen so ein bisschen zu deuten haben. Und wenn wir jetzt Anpassungen vornehmen, dann müssen wir das System natürlich erneut backtesten, um zu gucken, ob unsere gedachte Anpassung sich dann auch positiv auf das System ausgewirkt hat. Und es gibt ja eben so viele Möglichkeiten, die passenden oder Verbesserungen anzustreben, aber meistens ist es dann halt nicht so, wie man es sich denkt, beziehungsweise gibt es ja auch immer viel Parameter, Spielraum, sage ich mal. Und was man zum Beispiel tun kann, ist auch eine Optimierung vorzunehmen, um erstmal das beste Parameter-Set zu finden. Hier gibt es aber ein großes Ausrufezeichen Achtung, weil man hier auch in eine Überoptimierung reinlaufen kann. Das kann man aber auch ja, verhindern, wenn man weiß, wie man das zu tun hat. Also mal als simples Beispiel.
Wir gehen mal rein. Ich zeige, wie das Ganze mit der Optimierung läuft. Und genau, da haben wir jetzt hier die Optimierung ausgewählt. Und wichtig ist jetzt in den Eingabenparameter zu gucken, wie man, also auf welche Parameter man das System optimieren soll. Und der MetaTrader Strategietester hilft uns jetzt quasi zu finden, welches die besten Parameter sind, die wir anhaken wollen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die besten Parameter finden für den Stop-Loss und den Take-Profit. Und das System wird uns erstmal fragen, was heißt denn für uns das Beste? Also der maximale Gewinn beispielsweise oder was ja, wie ich schon erklärt, ein bisschen besser aus meiner Sicht ist, ist der Profit-Faktor. Das kann man eben hier einstellen, wonach man optimieren möchte. So, und wenn wir uns den Profit-Faktor ausgesucht haben, dann könnten wir hier für diese Parameter, die wir jetzt optimieren wollen, sagen, okay, unser Anfangswert, also was er jetzt reinpacken soll als Startwert, wäre die 1, quasi 100%. Und genauso für die Take-Profit, für das Take-Profit-Level nimmt er auch 100%. Und jetzt wollen wir gucken, bis wie viel Prozent oder bei wie viel Prozent haben wir denn die besten Parameter gefunden. Er würde in den Schritten immer die Parameter erhöhen. Beispielsweise würde er im ersten Durchlauf dann sagen, okay, beides ist auf 1. Im zweiten Durchlauf würde er ein Parameter erhöhen um 0,1, sodass er quasi 1,1 nehmen würde und die 1. Danach würde er im nächsten Durchlauf sagen, er erhöht diesen Parameter um diesen Schritt. Danach würde er sich den nächsten Parameter nehmen, den wir optimieren wollen, zum Beispiel hier, und würde es um einen Schritt erhöhen. Das macht er so lange, bis er die Endwerte erreicht hat. Also für unser Vorhaben jetzt könnte man sagen, ja, 200% Range ist schon ganz schön groß. Wir wollen ja auch nicht, dass da eine Position eingegangen wird bei einem Breakout und dann läuft das erstmal über, keine Ahnung, ein Jahr lang, bis er da mal zu einem Take-Profit oder Stop-Loss gekommen ist. Also könnten wir beispielsweise sagen, ja, 2 ist unser Maximum. Als Beispiel, und er würde jetzt das Kreuzprodukt bilden. Also er hätte 11 Schritte, er müsste 11-mal diesen Parameter erhöhen, oder er hätte 11 Durchläufe insgesamt. Und für diesen zweiten Parameter hätte er auch 11 Durchläufe. Und er würde jetzt jede Kombination mit jeder Kombination durchprobieren. Das heißt, das Kreuzprodukt bilden. Und dann sind wir bei 121 Durchläufen. Und danach würde er quasi schauen, wo liegt unser bestes Ergebnis, was das angeht. Da könnte man jetzt auf Start klicken und es würde jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen zu lange dauern, aber er würde jetzt Punkte einzeichnen, wo er sagt, der Profitfaktor und dann steht hier beispielsweise eine 1,4. Und dann hat er hier den Punkt 1,4 für einen Durchlauf, der diesen Profitfaktor erreicht hat. Und man könnte eben sehen, mit welchen Parametern er das Ganze, ja, mit welchen Parametern er das erreicht hat. Das ist ein Prozess, der dauert eben relativ lange. Von daher verweise ich wieder auf Trading Server, den man sich am besten dafür nehmen sollte. Und das ist aber auch eine Technik, um Anpassungen oder eventuelle Anpassungen herauszufinden. Sie können damit entweder das ganze System einmal optimieren oder auch Module, die Sie eben nachträglich einbauen, optimieren. Heißt quasi, wenn Sie diesen MAI-Wert beispielsweise nehmen, um zu gucken, die Positionsschwankung ist relativ groß, Sie wollen einen Trailing-Stop-Loss mit einbauen, dann ist auch die Frage, wo liegt denn mein bestes Parameterset nur für den Trailing-Stop-Loss? Das findet man ja, das muss man ja auch erstmal herausfinden und man könnte mit dem Optimizer das eben ja für das neue Modul herausfinden. So. Und wie gesagt, muss man aber aufpassen, dass man hier nicht in eine Überoptimierung bzw. Curve-Fitting hineinläuft,
Und ich würde dir auch mal kurz erklären, wie man das Ganze verhindern kann. Und zwar, wenn wir nochmal nach oben scrollen, sehen wir immer den Testzeitraum. Und hier haben wir quasi von 2014 bis Ende 2018 den Testzeitraum. Und ich würde eben so empfehlen, wenn Sie eine gesamte Laufzeit haben, dass Sie das abschneiden bzw. einen Teil separieren und Sie betrachten einmal einen Teil, den Sie optimieren wollen. Und dann haben Sie aber noch einen Teil, wo Sie die Optimierung nicht durchführen, sondern Sie backtesten den ersten Teil, optimieren den. Und den zweiten Teil, den haben Sie auch gebacktestet, aber nicht optimiert und auch nicht angepasst. Und Sie schauen, ob sich auch der zweite Teil verbessern kann oder ob sich nur der erste Teil verbessert. Ansonsten haben Sie eben das Problem, dass Sie in eine Überoptimierung hineinlaufen. Und ich habe hier mal den Backtest, den haben wir uns ja schon angesehen. Hier wäre jetzt sozusagen der zweite Backtest, der läuft dann fortan, wie eben schon gesagt, von 2019 bis 2020. Und hier könnte man jetzt ja nochmal sehen, wie das System quasi weitergelaufen wäre. Und ja, der Kurvenverlauf, der sieht an sich ganz gut aus, ne? Der hat auch einen hohen Profit-Faktor, aber man muss hier nochmal darauf hinweisen, das ist eben nur für 2 Jahre. Also 2019, 2020. Und man muss das System natürlich dann insgesamt betrachten, wie es läuft. So, jetzt wollen wir die Anpassung vornehmen und jetzt wollen wir vielleicht schauen, wie man das System verbessern kann. Und entweder Sie können die Anpassung, die von Ihnen gedacht ist, selber entwickeln oder natürlich hinein entwickeln lassen, den ja, Trailing Stop Loss beispielsweise einbauen. Oder Sie können das Ganze auch analysieren und anpassen mit einem Tool. Das ist der sogenannte Quant Analyzer. Da kann man Backtests hineinladen und könnte sich das Ganze eben hier auch nochmal angucken. Da wird man da wird man einfach nochmal die gleichen Kennzahlen finden. Und ich habe hier die beiden Abschnitte schon mal hineingeladen in die ersten beiden Zeilen. Und man wird hier auch die gleichen Ergebnisse anders dargestellt nochmal zusammengefasst bekommen. Jetzt hat dieses Tool, der Quant Analyzer, der hat eben gewisse Vorteile, die der MetaTrader nicht hat. Und zwar, man könnte hier schon mal, man hat hier bessere Diagramme, beispielsweise in der Trade Analysis. Im MetaTrader waren ja eben die Short Trades und die Long Trades beispielsweise nur ja, Zahl dargestellt, aber veranschaulicht ist es ja so immer noch mal viel schöner. Und man hat hier noch weitere Kennzahlen, wie an welchen Trading-Tagen eben durchschnittlich die Profite und Gewinne ja, vorgekommen sind. Man sieht hier auch Jahresauswertungen. Die hat man, glaube ich, auch gesehen im MetaTrader. Und hier sieht man eben auch, ob das System, ja, wie gut die Gewinne auch verteilt sind, ne? Ob man jetzt so ein Ausreißerjahr hat und die anderen sind alle eben sehr klein oder ob das Ganze ganz gut verteilt ist. So. Es gibt hier eine Funktion, die nennt sich ja, What-If-Analysis. Heißt für so, was wäre wenn Analyse? Und das bringt eben den Vorteil für Sie, wenn Sie das System, wenn Sie nicht entwickeln können, könnten Sie hier mal schauen, dass Sie diese Funktionalität nutzen. Und Sie können hier entsprechend nach Ihren Beobachtungen, könnten Sie hier sagen, die Wochentage schauen Sie sich an und Sie sehen, dass immer dienstags und immer freitags beispielsweise die Verlusttage sind. Und es gibt ja so Intra-Week oder auch Intra-Day Saisonalitäten, quasi Muster, die sich immer wiederholen. Beispielsweise, dass der DAX einfach an einem Dienstag steigt oder eben Gold an einem Freitag steigt. Und
Man könnte hier versuchen, eben von solchen Saisonalitäten noch zu profitieren. Also, dass man sagt, man cancelt hier vielleicht einfach die schlechtesten Handelstage heraus, um mal zu schauen, ob das eine Verbesserung bringt für mein Gesamtsystem auf meinen Testzeitraum. Und im Anschluss mache ich dann eben noch den Test im separaten Zeitraum, um zu gucken, wie dieser denn auch beeinflusst wird. Weil wenn ich das jetzt für den gesamten Zeitraum mache, wie schon erklärt, dann habe ich wahrscheinlich einfach eine Überoptimierung und der Backtest sieht gut aus, aber wenn das System dann einmal live läuft, dann geht die Kurve nach unten. So. Und ich kann das Ganze jetzt erstellen, indem ich sage, ich hake hier den Dienstag und den Freitag ab und klicke dann einmal auf Create What If Alternative. Und hier gibt es natürlich auch noch noch viel mehr Optionen. Hier könnte man auch sagen, man entfernt einmal den besten und den schlechtesten Trade oder man entfernt auch die ganzen Null-Trades. Und hier muss man sich mal ein bisschen einfuchsen. Es ist sehr komplex. Wenn man diese Analyse erstellt hat, dann kann man eben hier wieder hineingehen und man sieht das neue Ergebnis. Also hier ist jetzt so unser Output, wo wir dienstags und freitags eben nicht handeln. Und man kann eben in diesem Bereich jetzt sehen, ob das System sich verbessert hat. Hier müsste ich mal hin und her switchen. Also hier sieht man jetzt so die Profit Factors übers Jahr gesehen, beispielsweise. Die haben sich hier schon verbessern können. Und im Endeffekt wurden hier ja, eine Menge, also Verlust, wir haben weniger Verlust-Trades. Wir haben insgesamt weniger Trades, logisch. Deswegen haben wir normalerweise auch weniger Gewinne, die wir dann mitnehmen. In diesem Falle sogar nicht. In diesem Falle haben wir sogar noch mehr Gewinne, weil anscheinend einfach viel Verlust-Trades herausgefallen sind. Und jetzt müssen wir aber auch gucken, dass wir diesen Schritt nochmal anwenden auf den separaten Zeitraum, den wir quasi nicht mit optimiert haben, um zu gucken, wie sich das dort verhalten wird. Und wir haben hier unseren ursprünglichen Zeitraum, den wir jetzt so auf die beiden Jahre 2019, 2020 haben. Und wir haben ja eigentlich schon sogar richtig gute Kennzahlen. Genau, und jetzt schauen wir für die What-If-Analysis, ob sich das Ganze, also wie doll sich das verändert hat, ob das Ganze jetzt rapide gesunken ist, weil dann sollten wir die Änderung wieder rückgängig machen, oder ob wir sagen, ja, vielleicht haben wir eine minimale Einbuße, die noch zu verkraften ist, oder im besten Falle hat sich das auch positiv auf unseren Zeitraum ausgewirkt. Also wenn das Ganze so, ich sag mal, plus minus null ist oder ein Müh schlechter geworden ist, könnte man noch überlegen, ob man die Änderungen drinne behält. Aber unser Ziel sollte es hier immer sein, dass wir nicht nur im optimierten Zeitraum eine Verbesserung haben, sondern auch in dem zweiten Zeitraum, der ausgeschlossen war aus der Optimierung, eine Verbesserung mitnehmen können. Und um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, in unserem Workflow haben wir jetzt quasi die Analyse schon gemacht mit dem Backtest und ja, die Optimierung habe ich Ihnen einmal vorgestellt, wo Sie die besten Parametersets finden. Danach haben wir jetzt eine Anpassung gemacht im Strategy Quant und das Ganze wurde auch jetzt, ja, ich sag mal, mit so einem Mini-Out-of-Sample-Test bestätigt, dass es jetzt kein Curve-Fitting war. Und Sie können diesen Durchlauf, den können Sie ja beliebig oft wiederholen. Also Sie können sagen, okay, das war jetzt der eine Teil, den ihr eingebaut habt, der ist auch sehr gut. Ich möchte aber dennoch an anderen Stellen mein System versuchen zu optimieren. Und in diesem Zyklus, den können Sie einfach beliebig oft wiederholen. Und das Wichtige ist halt immer wieder zu testen, ob das Ganze in der separat wie es den Zeitraum beeinflusst hat. Wenn sich bestätigt hat, dass es sich positiv ausgewirkt hat, dann können Sie eben das System starten.
Und entsprechend ja, entweder erstmal in Demobetrieb oder sogar in Live-Betrieb gehen. Also natürlich erstmal in Demo, aber dann später halt in Live, wenn sich die ganze Sache auch bewahrheitet hat. Okay. Ja, dann war es das so langsam auch von meiner Seite aus. Ich schaue noch mal in die Fragen. Hier kam zum Beispiel eine Frage, welchen Zeitraum ist es sinnvoll zurückzutesten? Das kommt darauf an, ist die beste Antwort, die man geben kann. Nee, aber das kommt wirklich so ein bisschen darauf an, was das Vorhaben ist aus Ihrer Sicht. Also angenommen, Sie wollen ein System kreieren, welches Sie ja im besten Falle gar nicht mehr anfassen müssen, irgendwelche Parameter anpassen müssen, dann heißt es, dass das System sehr robust sein muss und Sie auch über ein, dann muss das sich in der Vergangenheit schon mal über einen sehr langen Zeitraum bestätigt haben. Also dann würde ich darauf setzen, ja, vielleicht 10 Jahre zu backtesten. Und dann haben Sie einen sehr langen Zeitraum. Wenn es dann stabil ist, dann ist die Chance sehr gering, dass es in der Zukunft sich stark verschlechtern wird oder dass es große Abweichungen haben wird von dem, was Sie dort gebacktestet haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, ja, ich entwickle sowieso eine Menge von Systemen und wie ist das, für mich ist das nicht so schlimm, ob das jetzt nur 2 Jahre lang gut funktioniert und ich es danach wegschmeißen kann. Das gibt es ja auch. Also da habe ich sogar schon mal ein paar Trader getroffen, die haben ein System entwickelt, womit sie, glaube ich, eine Rendite erzielt haben von 80% in einem Jahr. Und danach hat das System aber nicht mehr funktioniert. Und für die Leute war es aber in Ordnung gewesen. Und die haben entsprechend auch nicht über 10 Jahre diesen Backtest gefahren, sondern die haben es dann innerhalb von ja, über 3 Jahren den Backtest analysiert und angepasst. Und im Endeffekt kommt es eben darauf an, wie Ihre Herangehensweise ist. Ich für mich schaue mir immer so einen Zeitraum von circa 5 Jahren an. Und dann kann es eben mal sein, dass auch ein Jahr kommt, wo das System stagnieren wird. Aber ich würde dann eben noch nicht einknicken, weil es könnte ja auch innerhalb des Backtest-Zeitraums so sein, dass nicht jedes Jahr ein positives Jahr ist. Das gehört eben dazu. Und man kommt hier auf die Thematik von einem Portfolio zu sprechen, ne? Dass man halt nicht nur ein System hat, was die ganze Zeit funktionieren muss, sondern mit diesem Tool, was ich Ihnen ja auch gezeigt habe, den Quant Analyzer, können Sie auch sogar mehrere Handelssysteme in ein Portfolio packen und zu gucken, wie die Handelssysteme zusammen performen. Und das Ziel sollte immer sein, wenn Sie eine Performance haben, die sollte halt wenig Schwankungen haben, ne? Also das hier so, das ist nicht so toll, aber im besten Falle läuft es einfach so. Und wenn Sie ein System haben, was beispielsweise ja vor nach oben zieht und dann haben Sie ein System, was aber ja nicht so einen dollen Anstieg hat, dann haben Sie im Mittelwert, haben Sie aber dennoch einen guten Anstieg und das macht das Ganze eben optimal. Ich denke, so den heiligen Gral von einem System rein ohne Schwankungen, was von links unten nach rechts oben geht, ja, das werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht finden. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Vor allem nicht, wenn Sie dann eben einfach rein auf Indikatoren handeln wollen, sondern es gibt ja auch viele Arten von Systemen, die rein gar nicht auf Indikatoren basieren, sondern beispielsweise, ja, nehmen Sie mal einfach ein reines Arbitrage-System, ne? Da geht es einfach um Netzwerkgeschwindigkeiten und da können Sie auch nicht viel backtesten. Und ich glaube, so der heilige Gral, also was die meisten Leute als Vorstellung haben, das liegt meistens dann eher in solchen Bereichen. Aber wenn Sie sagen, im MetaTrader möchte ich gerne handeln und meine ja, 50% pro Jahr durchschnittlich verdienen, dann können Sie sich auch einfach ein Portfolio schnüren für die MetaTrader. Müssen eben analysieren, welche Handelssysteme wie gut zusammenlaufen und dann lassen Sie das einfach laufen. Ist auch wesentlich entspannter, sage ich mal.
Genau, hier noch einmal die Sache, 10 Jahre, die Märkte ändern sich schnell. Genau, also die Märkte ändern sich auf jeden Fall schnell, aber ein paar Sachen passen sich ja auch an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal nochmal das Beispiel mit dem Range Breakout System und ich habe eine prozentuale Range. Das System, was keine prozentuale Range hat, sondern einen absoluten Wert, das würde über 10 Jahre, würde da natürlich nicht bestehen können, weil die Märkte sich eben zu schnell ändern. Aber wenn ich darauf Wert lege, dass die Parameter relativ sind und im besten Falle prozentuale Werte sind, dann hat das System ja automatisch mit dem wachsenden Markt auch eine wachsende Range und wachsende Take-Profit- und Stop-Loss-Level. Und wenn Sie da ein robustes System haben, dann muss es entsprechend auch weniger dann, Anpassungen gemacht werden. Also relative Systeme wachsen mit relativen Märkten mit. Kann sich ein System automatisch optimieren? Ja, also ich sag mal ja, geht natürlich, ne? Weil es gibt ja diesen ganzen KI-Bereich. Das wäre natürlich so das Steckenpferd von dem Bereich. Wenn Sie jetzt aber, ich sag mal, in unserer Indikatorenschiene für den MetaTrader sich bewegen, es gibt Module, die Sie sich dazu packen könnten, die mit dem System agieren, wo Sie sagen, wenn das System relativ weit in den Drawdown läuft und eine schlechte Phase hat, die Sie aber an sich schon mit einkalkuliert haben, dann würde es ja Sinn machen, dass Sie die Position Size erhöhen können für solche schlechten Phasen. Genauso wie es andererseits auch Sinn macht, die Position Size weiter rauszunehmen oder runterzufahren, wenn das System gerade voll durchstartet und einen Gewinntrade nach dem anderen macht. Weil irgendwann ist ja auch immer Schluss mit der Serie. Hier ist es natürlich wichtig, dass ja, System läuft schlecht, Positionsgröße wird hochgefahren, klingt erstmal nach Kontoverbrennen. Hier braucht man aber natürlich gute Regeln, damit es eben gar nicht erst so weit kommt. Das Ganze ist dann eben Equity Curving, ja? Das nennt sich darunter. Okay. Ja. Dann bin ich am Ende angekommen und freut mich, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind. War ja anscheinend dann doch ein sehr interessantes Thema. Ich hoffe, dass Sie sich hier was mitnehmen konnten. Und wenn es darüber hinaus noch Fragen gibt, es waren ja auch ein paar Leute dabei, die ja jetzt also keine Neulinge sind in dem Bereich, dann können Sie sich gerne auch an uns wenden. Sie können uns natürlich auch jederzeit eine Anfrage schicken für Handelssysteme, die wir für Sie entwickeln dürfen, um dann entsprechend selber mal ja, so einen Workflow durchzulaufen und zu schauen, wie können Sie Ihr Handelssystem optimieren, wie können Sie das Beste daraus herausholen. Und wir stehen Ihnen dann natürlich auch beiseite, wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben. Okay, dann ja, vielen Dank. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Manuel. Und ja, interessantes Thema. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Alle, die heute angemeldet waren, sind ja auch für die nächsten Termine für die Webinarreihe registriert. Ich wünsche natürlich auch noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Und ja, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis dann. Tschüss.